Wenn du auch versuchst, ein bisschen mehr Eiweiß in deine Ernährung zu integrieren, dann ist dir im Supermarktregal bestimmt schon mal Skyr ins Auge gestochen. Und was es genau mit Skyr auf sich hat, was eigentlich der Unterschied ist zu normalem Joghurt oder besser gesagt auch Magerquark und wie du deinen Skyr ganz einfach daheim selber herstellen kannst, das verrate ich dir in diesem Video. Der Legende nach brachten die Wikinger schon vor über 1000 Jahren Skyr nach Island und naja, von Island kam es dann irgendwann im Laufe des ganzen High-Protein-Food-Trends dann auch in unsere Supermarktregale nach Deutschland. Die Basis von Skyr bildet fettarme Milch, der wir ein paar Bakterienkulturen mit reingeben und dann auch noch ähnlich wie bei Quark gibt man auch noch zusätzlich ein bisschen mikrobielles Lab mit rein. Das ist ein Gerinnungsenzym, was hilft, die ganze Masse eben schön einzudicken. Die fertige Mischung ist von der Konsistenz her wie Joghurt und Quark, also sehr, sehr cremig und was ich an Skyr total gerne mag, ist, dass es einfach nicht so schwer im Magen liegt. Aber wie gesagt, wie ihr auch hinten bei der Verpackung immer seht, sehr, sehr eiweißreich und ja, kann man einfach super zum Frühstück oder als Snack, als proteinreichen Snack für alle möglichen Kreationen verwenden. Ja, und was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu Magerquark? Weil wenn man sich die Nährwerte so anguckt, ist es eigentlich fast identisch. Also der Unterschied, finde ich, ist auch eigentlich fast nur die Konsistenz. Also Skyr ist einfach ein bisschen cremiger und lässt sich halt auch viel leichter so als Joghurtersatz eben verwenden. Aber theoretisch, wenn man einfach dem Magerquark auch ein bisschen Wasser hinzufügt und dann das Ganze mischt, so als Paste, kriegt man von der Konsistenz her ja eigentlich auch sowas wie Skyr. Also die beiden sind schon sehr, sehr ähnlich. Und wenn du deinen Skyr im Supermarkt kaufst, dann wird er ein bisschen teurer sein als Magerquark. Und an sich, verglichen zu Magerquark, hat er minimal weniger Eiweiß. Von den Fetten und Kohlenhydraten her genau gleich viel. Aber wie gesagt, Skyr bringt es auf 11 Gramm Protein pro 100 Gramm im Vergleich zu Joghurt, was halt einfach, also ganz normaler Naturjoghurt liegt bei 4 Gramm Protein pro 100 Gramm. Also Unterschied ist schon sehr deutlich. So, jetzt kommen wir zum Rezept, wie du Skyr daheim selber machen kannst. Und am Ende des Videos zeige ich dir auch, wie versprochen, was du noch mit der anfallenden Molke machen kannst. Also bleib dran bis zum Ende. Als allererstes schnappen wir uns unsere 3 Liter fettarme Milch und erwärmen die in einem Topf bei höchster Hitzstufe ganz schnell auf so circa 85 Grad. Ich vermesse das dann gleich mit so einem Thermometer. Falls ihr das jetzt nicht da habt, ist es nicht so dramatisch. Wichtig ist einfach nur, dass die Milch nicht kocht. Also sie darf nicht kochen. Wir tun kurz vorm Siedepunkt die Milch runternehmen. Aber natürlich, so ein Thermometer macht es ein bisschen leichter trotzdem. Wir gucken, dass wir einfach währenddessen immer wieder mal umrühren, während die Milch heiß wird, damit sich nicht so eine komische Milchschicht auf der Oberfläche bildet. Sobald die Milch heiß genug ist, nehmen wir sie runter von der Herdplatte und lassen den ganzen Bottich einfach abkühlen. Und zwar hier ist es wichtig, dass es abkühlt auf so circa 43 Grad. Ich habe extra für euch die Zeit gestoppt, wie lange das dauert. Das dauert genau 1 Stunde und 30 Minuten, also 1,5 Stunden. Ich würde mir da einfach, um es unkompliziert zu lassen, einen Timer stellen, damit ihr es halt nicht vergesst, dass er einfach nach 1,5 Stunden wieder in die Küche zurückflitzt und dann eben mit dem Rezept weitermacht. Also einfach jetzt erstmal abkühlen lassen auf 43 Grad für, ja, dauert halt 1,5 Stunden. Sobald die Temperatur der Milch jetzt eben bei 43 Grad liegt, nehmen wir ein bisschen von dieser Milch in dem Topf raus und vermengen es in einer separaten Schüssel mit unseren 3 Esslöffeln gekauften Skyr. Falls ihr irgendwie schon mal natürlich Skyr gemacht habt, könnt ihr natürlich immer diesen selbstgemachten Skyr dann wiederverwenden. Aber wenn ihr eben das Rezept zum allerersten Mal macht, nehmt ihr einfach den gekauften Skyr, davon eben 3 Esslöffel. Wie immer übrigens, Mengenangaben findet ihr nochmal unten in der Infobox, alles aufgeschrieben für euch. Und den Skyr zusammen mit der Milch vermischen wir jetzt eben in dieser separaten Schüssel, damit es einfach gut vermengt ist. Und dann schütten wir es wieder zurück in unseren Milchbottich. Und in diesen Milchbottich geben wir dann auch noch so circa 7 Tropfen Lab und alles einfach nochmal gut verrühren. Und dann heißt es einfach nur Deckel drauf. Und ich habe jetzt gar keinen besonderen, ja, Joghurtbereiter oder ich mache auch nicht den Ofen an oder diese ganzen Geschichten. Ich mache es ganz oldschool, einfach einwickeln in warme Handtücher oder Decken und ich lasse es einfach dort eingewickelt stehen für 24 Stunden, einfach im Zimmer eben bei Raumtemperatur.
Am nächsten Tag dann, bei mir ist es eben der Abend, weil ich am Abend davor den ganzen Skier angesetzt habe, es kommt der Moment der Wahrheit. Man packt den Skier natürlich jetzt erstmal aus und hofft und bangt, dass auch alles so geklappt hat, wie man sich es gewünscht hat. Wir werden jetzt halt die Molke, die sich eben gebildet hat während den letzten 24 Stunden, trennen von schon unserem etwas festen und cremig gewordenen Skier. Und das Ganze, damit es leichter geht, ich habe es auf Video nicht so gut aufnehmen können, weil ich habe nur zwei Hände, werden wir unsere ganzen Skier durch ein Nusssieb schütten. Und dadurch trennt sich schon mal der Großteil der Molke von unserem selbstgemachten Skier. Und zusätzlich befestigen wir dann aber noch diesen Nussbeutel mit dem Joghurt innen drinnen einfach an irgendeiner Erhöhung in der Küche, im Raum. Also ihr dürft da echt kreativ werden. Und mit dieser Hängekonstruktion lassen wir dann unseren Skier für weitere 12 Stunden, also einfach bis zum nächsten Morgen, so ist es bei mir vom Zeitplan her, nochmal einfach dort hängen und auch eben abtropfen, dass nochmal weitere Molke rausgeht. Falls ihr sagt, oh Mann, ich will jetzt nicht nochmal bis zum nächsten Morgen warten, mindestens 6 Stunden sollte es aber abtropfen, damit es einfach nicht zu flüssig wird. Aber ich mache es einfach unkompliziert nochmal einmal über Nacht, dass es dann am nächsten Morgen fertig ist. Und am nächsten Morgen dann pünktlich zum Frühstück heißt es dann nur noch den ganzen Skier aus dem Nussbeutel rauspopeln. Also ich muss zugeben, ich mache das gerade nicht sehr elegant. Das ist ein ziemliches Gebarze. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das irgendwie ordentlicher hin. Ich schiebe es mal auf den Vorführeffekt jetzt vor der Kamera. Und sobald ihr das aber dann geschafft habt, könnt ihr euren leckeren, cremigen Skier genießen. Ich finde, der hat echt eine total tolle Konsistenz. Wenn ihr es, wie gesagt, ein bisschen flüssiger generell haben wollt oder weniger flüssiger, könnt ihr es mit dieser Molke eben anpassen. Je länger ihr es hängen lässt, desto mehr Molke tropft noch ab. Und wenn ihr noch ein bisschen flüssiger ihn doch haben wollt, also mehr so, weiß nicht, Trinkjoghurt-Konsistenzmäßig, könnt ihr einfach ein bisschen Molke noch dazufügen. Genau, aber ansonsten Molke eben nicht wegschmeißen. Was ihr alles damit machen könnt, verrate ich euch jetzt eben gleich im Anschluss. Das Ganze hält sich übrigens eine Woche im Kühlschrank problemlos, aber meistens ist der schon schneller aufgegessen, weil aus diesen 3 Litern Milch, bei mir waren es jetzt seit 900 Gramm Skür, also man sieht schon, riesige Mengen kriegt man da nicht. Das heißt, ewige Haltbarkeit ist gar nicht notwendig, weil ihr esst einfach eh schon auf dann innerhalb der ersten Woche, da bin ich mir ganz sicher. Genau, ich hoffe, es schmeckt euch auch. Allen guten! So, und jetzt hat noch, wie versprochen, abschließend 8 Tipps, was du alles mit der Molke machen kannst. Nummer 1. Benutz diese Molke zum Einweichen von allem Möglichen. Also ich sage ja immer Einweichen von Nüssen, irgendwelchen Hülsenfrüchte, um diese Antinährstoffe abzubauen. Man kann es auch zum Einweichen von Brot benutzen. Dazu habe ich ja auch ein Brotrezept schon auf diesem Kanal hochgeladen. Werde ich dir in der Infobox oder in der Infokarte, nein, andersrum, Infokarte, Infobox verlinken. Also man kann, wie gesagt, für alles zum Einweichen, sei es Rezept, wie man gleich kocht oder einfach danach wegschütten, zum Einweichen einfach Molke verwenden, wirklich super, super gut. Gute Alternative zu Wasser. Dann Nummer 2, als Haar- oder Face-Toner. Was meine ich damit? Ich habe schon auf diesem Kanal ein paar DIY-Beauty-Produkte hochgeladen, wirklich Naturkosmetik selbst gemacht aus den einfachsten Zutaten und auch sehr effektiv. Ich mache sehr gerne meine Gesichtstoner selber, das sind meistens Flüssigkeiten, das heißt, es sind Tee beigemischt mit irgendwelchen ätherischen Ölen oder anderen Stoffen, die gut für die Haut sind. Und natürlich auch Molke, das glaubt man gar nicht, tut auch der Haut sehr, sehr gut. Kannst entweder eine Sprühflasche füllen und danach einfach dein Gesicht besprühen. Nach einer heißen Dusche, nach einem Workout, nach der Sauna. Wenn du einfach irgendwie ein bisschen Frische brauchst, als Alternative zu Rosenwasser oder anderen Gesichtscremes oder Tonern, spendet Feuchtigkeit. Vor allem im Winter ist das jetzt halt gar nicht mal so verkehrt. Dann Möglichkeit Nummer 3. Du benutzt die Molke zum Kochen von Reis oder Haferbrei. Wie du dir einen wirklich leckeren, warmen, wärmenden, stärkenden Haferbrei für den Winter auch machen kannst, gibt es auch schon ein Video auf diesem Kanal, werde ich dir alles unten in der Infobox verlinken und auch oder in der Infokarte, alles, was ich so gerade in den Raum werfe. Dafür eignet sich auch die Molke hervorragend. Statt Wasser gibt es dem Ganzen irgendwie nochmal so einen bisschen angenehmen Beigeschmack. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Möglichkeit Nummer 4, man kann Molke nicht nur zum Kochen von Reis verwenden, sondern auch in Rezepten mit Reis, zum Beispiel Risotto eignet sich da sehr, sehr gut dafür. Möglichkeit Nummer 5, du trinkst Molke einfach so, pur, das mache ich, finde ich, schmeckt nämlich mega lecker, sehr erfrischend, auch vor allem so nach dem Sport. Aber wenn dir der Geschmack irgendwie zu öde ist oder zu fad oder dir taugt es nicht, fügst doch einfach die ganzen Smoothies mit rein.
oder mische es den ganzen Smoothies besser gesagt mit rein. Ja, auch eine sehr, sehr gute Methode. Nummer 6, du benutzt es einfach zum Strecken von Soßen oder Dips. Nummer 7, benutze es als Fermentierflüssigkeit. Das heißt, ich habe ein paar Videos ja schon auf dem Kanal hochgeladen zum Thema Fermentieren. Und wenn du irgendwie Wasser brauchst, um irgendwas zu überschütten, festzuschrauben, nimm statt Wasser einfach die Molke her. Zusammen mit etwas Salz ist es auch eine super Starterflüssigkeit. Und Nummer 8, die letzte Möglichkeit, wenn ihr gerne Sachen draußen anbaut und also einen grünen Daumen habt, dann eignet sich Molke wirklich gut, um den pH-Wert eures Wassers, mit dem ihr dann ein paar Lebensmittel gießt, anzusäuern. Was meine ich damit? Es gibt ein paar Lebensmittel, die gedeihen besonders gut, wenn der Boden ein bisschen saurer ist. Saurer, also säuerlicher ist, der pH-Wert eben im sauren Bereich liegt, nicht im basischen. Ein Beispiel dafür wäre jetzt Tomate oder Blaubeeren und da könnt ihr einfach eurem Gießwasser auch die Molke beifügen. Genau, das war's schon. Meine Lieben, wenn ihr noch weitere Ideen habt für Rezepte, die ihr sehen wollt auf diesem Kanal, lasst mich das gerne wissen. Auch außerhalb von Rezepten andere Videos überhaupt euch wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr auch eine coole andere Möglichkeit habt, die Molke zu verwenden, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich auf übernächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut, lasst mich wissen, wie eure ganzen Skür-Abenteuer euch so gelingen. Und bis dahin, fertig!